Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Gameplay, und zwar kein ganzes Gameplay. Ihr werdet es am Ende sehen, das ist grausam. Das ist eigentlich aus dem Live-Commentary entstanden. Wir hatten vorhin irgendwie 50 Minuten oder so live aufgenommen. Werde ich vermutlich nicht hochladen, weil, ja, es war nicht so das Geilste. Es waren ein paar geile Sachen dabei, die werde ich dann wahrscheinlich einzeln hochladen, aber, ja, es war viel Scheiße dabei. Meine Haare sahen auch komisch aus und dann kommt wieder irgendwer: Junge, schneid dir die Haare, ich. Und ich glaube, nächstes Mal setze ich einfach Perücke auf oder Mütze. Dann stört das keinen. Ja, das hier ist so ein, halt eine Runde, die wir da gespielt haben. Das hier ist Overflow, Bodenangriff, Herrschaft auf Overflow. Ich spiele mit der MP7 mit Schallimpfer und erweiterten Magazin. Dazu dann noch als Perks Ghost, Hardliner, Plünderer, Gott, Gewandtheit. Als Sekundärwaffe die Rafika, geiler Tod. Und C4 natürlich muss immer dabei sein, denn C4 in Kombination mit Plünderer ist einfach nur die sickeste Überscheiße. Ja, ich habe ja auf Killstreaks gespielt hier, ganz normal Tarnheli, Hunde und Swarm. Eigentlich nehmen wir eher Blackbird mit und dann Hundeswarm. Aber wir haben uns sowas gedacht, dass wir vielleicht nicht mehr so Blackbird mitnehmen. Das ist so eine längere Geschichte, warum wir das nicht machen, aber möchte ich jetzt nicht unbedingt erklären. Weil ich eh nicht wirklich Bock habe, das ganze Video durchzukommentieren, weil ich so wirklich angepisst bin. Und weil ich morgen um 10 Uhr aufstehen muss und es einfach mal jetzt schon 10 nach 3 ist. Und ja, ich habe mit Kilian aufgenommen. Er ist wirklich echt gut. Das war der Solution im Kill-Duell so hart geraped hat. Und ja, das ist wirklich ganz geil gewesen, den dabei zu haben, weil er immer schön auf Blackbird gespielt hat. Also natürlich hat er Blackbird, Lodestar, Swarm, hat auch oft genug erreicht. Und wir haben die Gegner eigentlich immer schon ziemlich hart penetriert in alle Löcher, die sie hatten, und bis sie halt wirklich hart geblutet haben. Und ja, es waren schon keine schlechten Runden, aber es war teilweise so ein Bullshit bei, wo noch einmal so hart geraped und alles doof. Deshalb werde ich es halt wahrscheinlich nicht ganz hochladen. Aber der Grund, warum ich das hier hochlade, ist einfach das, was mir immer wieder passiert. Darüber hat Solution auch ein Video gemacht. Es ist einfach die Scheiße, dass bei mir und bei vielen anderen jeder quittet. Was an sich nicht schlimm ist. Wenn ich einen Swarm reingedrückt bekomme, dann gehe ich auch raus. Dann gehe ich raus, suche mir eine neue Lobby. Geiles Aiming, wa? Ja. Aber ganz ehrlich, das Spiel spielen 100, 200.000, vielleicht 300.000 Leute. Vor allem abends. Aber warum kommt denn dann keiner nach, wenn ich einfach, ja, wenn die Leute einfach rausquitten? Warum kommt denn da keiner nach und warum bleiben da einfach instant 4 Leute drin? Ganz ehrlich, Leute, das kann nicht sein. Ich bezahle keine 60 Euro für ein Spiel, um eine halbe Lobby zu haben. Und ohne Witz, Black Ops 2 ist das einfachste Spiel, um 100 plus zu erreichen, prinzipiell. Aber so nicht, wenn die ganze Zeit einer rausquittet. Ich habe 40-0, die Leute quitten raus. Wisst ihr, da kann man kein 100 plus draus machen. Niemals. Und da könnt ihr mir auch erzählen, was ihr wollt. Ich weiß auch nicht, was die anderen so ein Glück haben, dass da die Bitches nicht rausquitten. Oder wenn sie rausquitten, dass sofort einer nachkommt. Wir haben alle eine offene Naht. Nice, Esmine. Da kommt ja auch noch was zu. Wir haben alle eine offene Naht, wir haben alle eine gute Connection, aber es joint keiner nach. Es pisst einfach an. Und es passiert mir die ganze Zeit. Und am Ende, da fliege ich einfach raus. Ich fliege einfach raus. Wisst ihr, anstatt dass eine Hostmigration kommt oder man einfach endlich mal nach so vielen Jahren auf Server umsteigt, ich fliege raus. Ja? Bei einem 41-4 am Ende der ersten Runde. Ich war kurz vor meiner nächsten Killstreak, soweit ich weiß. Es ist einfach Bullshit, ohne Scheiß. Es pisst einfach so an momentan. Und ja, ihr habt es da gerade schon wieder gehört und eben bin ich dadurch gestorben, Esmin. Es ist so peinlich, was YouTuber aufgrund ihrer Geldgeilheit für Videos hochladen. Jedem geht es auf YouTube um Geld, das sage ich euch jetzt ganz offen. Jedem geht es ein bisschen um das Geld, wer halt Partner ist. Jedem geht es um das Geld. Warum sollte ich Partner werden, wenn es mir nicht um das Geld geht? Es ist bei mir ein kleines Taschengeld, bei anderen ist es mehr. Ich sag niemand. Also, manche Länder machen das bestimmt, dass sie primär wegen dem Geld hochladen. Aber bei jedem geht es zumindest ums Geld. Jeder möchte mehr Geld verdienen durch YouTube-Videos. Ist ja auch logisch. Es ist ein Taschengeld, was leicht verdient ist. Und jeder möchte ein bisschen mehr verdienen. Und es gibt dann YouTuber, die wirklich Tipps für die allergrößten Noobs machen. Ja, so campt ihr am besten rum. Das ist so peinlich, wie man die ganze, sowohl die YouTube-Community damit versaut, als auch natürlich die Call of Duty-Community. Es ist so lächerlich, was die Leute für YouTube-Videos hochladen. Nur um dadurch ihr Schätz Geld abzustauben. Ein 1x1, es ist, ich werde mich vielleicht dafür flamen, so, ach, das, den kannst du nicht so runter machen. Und eigentlich wollte ich jetzt Musik drunter legen, aber ist gleich schon vorbei, egal. Ihr werdet mich bestimmt flamen, aber es ist einfach so. Man macht doch keine Videos auf YouTube, wie man zeigt, wie man campt. Ich mache doch auch nicht in MW2 ein Video, ja, hier, nehmt euch direkte Gefahr mit, nehmt euch Ein-Mann-Armee mit. Und dann tubet einfach rum. Nein, das mache ich nicht, weil sich sowas nicht gehört. Und da ist es egal, ob man dadurch Geld verdient oder sonst was. Sowas gehört sich einfach nicht.
Sowas ist einfach peinlich und wer sowas macht, der macht das nur wegen der scheiß Geldgeilheit, nicht um irgendwem Tipps zu geben. Ganz ehrlich. Also, sowas ist peinlich und sowas ist echt ein Armutszeugnis. Und ja, da seht ihr. Verbindung unterbrochen. Richtig nice. Wechsel zum neuen Host. Ich dachte, alles ist gut. Passt auf. Es kommt sogar dieser Screen. Alles ist gut. Nein, eben nicht. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Falls ihr irgendeine Lösung habt, dass ich nicht immer rausfliege, dass die Leute nachjoinen, warum die Leute bei mir nicht joinen und immer quitten, dann schreibt es mir einfach mal bitte in die Kommentare und... Ah ja. Ich habe keine Worte mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Sorry, dass es echt so ein bisschen anders war. Bis zum nächsten Mal. Ciao.